Fadenessen kommt jetzt. Und bitte Fadenessen nicht wirklich, ihr sollt den Faden nicht runterschlucken. Aber das gibt jetzt ganz tolle und lustige Bilder. Och, wir gehen gleich da oben hoch. Was denn? Und ihr müsst einfach nur... Was soll das? Den Faden mit dem Mund nach oben befördern. Ey, bitte? Ganz ehrlich, wegen so einem Scheiß 100.000 Euro zu verlieren, das wäre so jämmerlich. Geht mal nach oben. Beide nach oben. Ich komm gleich, ja, beide nach oben. Ganz sicher? Ganz sicher. Ich komme nach. Ja. Nacheinander, Sascha, bitte. Okay, Fadenessen. Fadenessen. Fadenbeigeschmack hat das. Das ist doch nur Gummibärchen. Also, ihr müsst mir doch ein bisschen Platz machen. Ach so, ich dachte, das wäre ein Scherz gewesen. Jetzt würde ich gerne wieder runter. Ein bisschen Angst. So, geh du mal meinetwegen auf die rechte Seite. Hallo? Du. Ja? So, also, ihr müsst diesen Faden quasi essen. Du hier, umdrehen. Du, die, also warte, ihr müsst tauschen. Tauschen. So, ihr müsst doch tauschen, sorry. Und in Ermangelung blauer ihr dürft aber natürlich nur den Mund benutzen. Hände auf dem Rücken. Zum Start klemmt ihr das obere Gummibärchen, das ist hier bei euch hier oben, zwischen die Zähne. Und dann sollt ihr den Faden einfach mit dem Mund nach oben befördern. Ich kann das mal hiermit vorführen. Also, ihr nehmt ein Gummibärchen zwischen die Zähne. Ja, und dann einfach... Gummibärchen im Mund. Okay. Wer als erster das untere Gummibärchen in seinem Mund hat, gewinnt. Ich brauche irgendeine fadenscheinige Ausrede. Wofür? Ja. Wenn du das schaffst, gewinnst du 100.000 Euro. Und wenn Tim das schafft, dann spielen wir nur ein Spiel. Wenn auch nicht anfassen. Ja, aber ziehen wir das raus, das Ding, oder was? Ihr nehmt das gleich in die Hand und dann zieht ihr das raus. Es gibt, falls der reißt oder irgendwie ihr den kaputt beißt, ihr habt jeweils einen Ersatzfaden. Aber wenn der dann reißt, dann müsst ihr dann wieder von vorne anfangen. Das, wenn ihr das rauszieht, dann fällt das gleich runter. Deswegen, das ist festgemacht einfach nur. Das heißt, pass auf, in den Mund nehmen und dann das Ding rausziehen. Jetzt nimm erstmal das Gummibärchen in die Hand, du auch. Jetzt könnt ihr die Stange da rausziehen. Ah. Rausziehen, die Stange rausziehen. Oh. Wartet noch, ich gehe runter wieder. Wenn ihr das Gummibärchen gleich im Mund habt, dann die Hände auf dem Rücken und nur noch mit dem Mund arbeiten. Was machen? Wenn ihr das Gummibärchen in dem Mund habt, ja, was ihr da oben habt, dann Hände auf dem Rücken und einfach nur mit dem Mund arbeiten. Ja. Du gibst ein Kommando. Ich gebe ein Kommando. So, nehmt das Gummibärchen in den Mund. Warte ganz kurz. Wenn ich mich verschlucke, ein Gott. Verschlucken wäre blöd, aber es hat Faden dran, zieh mir wieder raus. Kannst du das? So, Tim, in den Mund damit. Jetzt Hände auf den Rücken, Hände auf den Rücken. Auf die Plätze, fertig, los. So einfach und doch so schwer. Also, jetzt nicht nervös machen lassen, dass das dort rechts bei Tim weiter oben hängt. Der macht ja auch den Kopf weiter nach hinten. Also das verzerrt so ein bisschen die aktuelle Situation. Aber kleiner Vorsprung ist da. Wir sehen, dass der Mund mal ganz kurz auf gleicher Höhe war. Da sahen wir das also. Und das kann man auch mal zu Hause nachspielen. Wenn Sie nicht zufällig so ein Podest haben, dann einfach den Faden aus dem Fenster hängen. Ich weiß nicht, in welcher Etage sie wohnen, das kann spannend werden. So, und da merkt man, dass wirklich Tim hier den Sieg in diesem Spiel braucht, denn dann würde sein Leben verlängert werden. Der macht jetzt hier richtig Meter, so sieht das aus, oder? Wir müssen gucken, wenn sie beide den Mund auf gleicher Höhe haben, er geht rückwärts. Wenn das Gummibärchen im Mund verschwindet, dann sind wir richtig klüger. Er steht ein bisschen weiter hinten, aber er hat trotzdem, möchte ich behaupten, einen leichten Vorsprung.
Im Mund nehmen, Mund! So. Nein, in den Mund, Sascha, Sascha! Er hat probiert dort um die Zunge drumherum. Nein, Faden essen, kauen, genau. Also, ja, und dadurch hat Tim wahrscheinlich wieder ein bisschen was verloren. Aber der muss jetzt einfach auch kauen, 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 kauen und rein mit dem Faden. Also, Sascha ist dort wieder dabei, diese Technik anzuwenden und das ist eigentlich nicht korrekt. So, das macht nichts, dass er über die Bande ist. Ich glaube, jetzt ist Tim wieder ganz leicht vorn. Also, das ist das Matchballspiel hier für Sascha. Da hat doch irgendwas nicht gestimmt gerade, oder? Da hat doch eben irgendwas nicht gestimmt. Nee. So, ich konnte es von hier oben nicht sehen, aber ich glaube, der Sascha hat geschummelt. Was? Ja. Der hat sich das oben, glaube ich, auf die Balustrade gelegt und dann einfach, das zählt nicht, Sascha, natürlich. Guckt euch das an oder der Notar. So, wir sehen es da. Hätte ich aber auch gemacht. Achtung. Hat ja keiner gesagt. Na. Mann, das war gesaugt. Nee, ja. Das zählt nicht, Sascha. Damit gewinnt okay. Tim Melzer das Spiel. Na gut. Kommt runter. Ich dachte, das wäre sehr schlau. Alle auf Buh schreien oder was weiß ich. Du hast das Gummibärchen abgelegt. Du hast das abgelegt und damit dir einen Vorteil verschoben. Das war nicht Sinn des Spiels. Ihr solltet das hängend in den Mund. Komm runter. Geht weiter. Ja. Ich dachte, das wäre clever gewesen. Es war ja auch clever, nur gegen deinen Faden einsaugen. Ja, nee. Ich hätte es genauso gemacht. Wirklich. Und das mit dem Zungengedöns habe ich eh schon ein Auge zugedrückt. Das ist. Ja, wieso? Das ist doch schlau. Ja, pass auf. Okay, Moment. Den Faden nee, um die Zunge ich nehme das. Wickeln. Warte. Sollen wir diesen Wettkampf wiederholen? Nein. Nein. Wir haben Ersatzbärchen da liegen. Ich habe mir den Kiefer ausgerenkt. Ist vielleicht fair. Und es ist wahrscheinlich auch die fairste Variante. Wir haben ja Ersatzbärchen da, dann machen wir es eben nochmal. Ihr wisst jetzt, worum es geht. Hoch, auf geht's, machen wir nochmal. Das ist schlimmer als Handball. Warum sagt die Regie das nicht, wenn wir noch oben stehen? Ey? Wieso Regie? Das habe ich mir gerade einfallen lassen. So. Ja, wir nehmen die. Die? Genau. Och, du, das ist unwürdig. So. Jetzt tut mir einen Gefallen. Lass das Gummibärchen einfach okay, immer keine hier. Keine Zunge, kein. Keine Zunge, nur Mund. Wie keine Zunge? Also, das kommt später. Doch, aber nicht ich. Sascha hat. Ist egal. Lass das Gummibärchen, das Seil einfach immer hängen. War denn meins korrekt? Dein war alle, bei dir war ja, alles aber ob das Sinn gemacht hat, weiß ich auch nicht. Nicht immer reinziehen, lass es einfach hier runterhängen. Geht mit dem Kopf einfach nach vorne, das ist das Einfachste. Dann sehen wir alle, wer schneller ist und wer bescheißt und wer nicht. Das war echt anstrengend. Zieh es einfach nicht zu dir nach hinten, das Gummibärchen. Bleib einfach vorne. Hier. Ach so. Boah, ey. Kein Ernsthaft. Ja. Es geht um 100.000 Euro und es ist denn nur jetzt noch fair. Bärchen in den Mund. Warte. Na. Warte. Ja. Zieh es durch, Tim! Zeig mir eine Szene, Sascha. Ja. Du auch, Tim? Was denn? Zähne zeigen. Auf die Plätze, fertig, los. Und es bleibt natürlich ein Matchballspiel. Also die Wiederholung. Salomonisches Urteil, muss man sagen, sonst hätte es vielleicht wieder Diskussionen gegeben. Also, gewinnt Sascha, gewinnt er 100.000 Euro. Gewinnt Tim Melzer, der gerade richtig gut
Meter macht hier, na Zentimeter sagen wir mal. Dann geht Schlag den Star weiter. Also dieser Mal macht er nicht diese Technik mit dem Kopf nach hinten. Wie gesagt, alles andere war ohnehin untersagt worden. Das Spiel mit der Zunge, was wir gesehen haben. Und das sind schon gut 15, 20 Zentimeter, die Tim Meltzer hier vorne liegt. Das heißt, Sascha muss jetzt ein bisschen Gas geben, wenn er hier mit diesem Spiel die Sendung beenden möchte. Also von der Erholung her, ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas sage, von der Erholung, von der ersten Runde her, Tim Meltzer tatsächlich klar der Bessere. Und das sieht gut aus. Und Sascha müht sich hier und probiert es eben noch. Und wir wissen ja noch nicht, was nächstes kommt. Jetzt kommt er sogar wieder ein bisschen ran. Tim Meltzer muss wieder zu seiner alten Technik finden und muss jetzt hier versenken. Also, und Sascha ist richtig gut dran wieder. Das wird eine ganz enge Sache. Ist das Ding hier noch zu Ende? Auf der Zielgeraden. Sascha steht ganz kurz davor. Und er hat das Gummibärchen und gewinnt 100.000 Euro. Komm, ja, lass ihn mal da oben. Wow. Komm nach vorne, Corinna, komm mit nach vorne. Danke schön. Sascha gewinnt 100.000 Euro. Sensationell zurückgekommen. Beim Gummibärchen-Count. Er hatte nachher doch noch eine neue und bessere Technik gefunden. Ach Mensch, du warst vorne. Du warst die ganze Zeit vorne. So. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's heute mit Schlag den Star. Am 16. März sind wir schon wieder da. Und da kämpfen Lukas Cordalis gegen den Bachelor Paul Janke. Also, das kann man sich unbedingt angucken. Aber jetzt nochmal herzlichen Glückwunsch an Sascha, 100.000. Aber auch Gratulation an Tim Meltzer, nie aufgegeben. Ron Ringold und Corinna, vielen Dank. Ich trage den Papa. Dankeschön, kommt gut nach Hause. Das war's.